Ja, wir begrüßen euch in den wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben heute einen freudigen Tag. Wir feiern Taufgottesdienst. Wir sind gerade ein bisschen am Einweisen von den Parkplätzen. Auch das gehört dazu. Und Gott wird heute Großes machen in Jesu Namen. Seid gesegnet. Ich hoffe doch, dass du Freude hast. Halleluja. Also ich könnte hier locker mal 10 Lieder singen in der Freude, mich wirklich hier als Kind Gottes freuen von ganzem Herzen. Ein wunderbarer Tag in Jesus Christus. Halleluja. Ja. Natürlich sind die Geschwister auch aufgeregt. Sie haben ja schon Gruppen gebildet, dass sie auch zu zweit nach vorne kommen. Wenn wir uns an unsere Taufe erinnern, war auch ein freudiger Tag für dich und ein stressiger Tag. Vielleicht auch viele Kämpfe vorher gehabt und gehört auch dazu natürlich. Der Feind schläft ja nicht. Wenn Kinder nach vorwärts gehen möchten und sich identifizieren mit Gott, das ist natürlich dem Feind ein Dorn im Auge. Aber er kann es nicht aufhalten. Er kann es nicht aufhalten. Und das Bekenntnis soll heute groß sein und stark sein. Halleluja. Ich möchte meinen ersten Bruder nach vorne rufen, Angino.
und dass er bezeugt, wieso er sich einfach taufen lässt. Erstmal hallo, Gottes Segen. Hallo, hörst du mich jetzt, Sammy? Ja, Gottes Segen. Schön, dass die Gemeinde so voll geworden ist. Für mich war das schon immer klar, dass ich in die Taufe gehe. Ich hatte auch schon viele Gelegenheiten, aber ich war nicht bereit. Ich wollte noch nicht. Ich hing in dieser Welt. Mir hat es Spaß gemacht, klar. Und ich habe mich gefragt, gehe ich? Es war mir schon klar, wollte ich jetzt in die Taufe gehen? Ich habe gebetet, ich habe ihn gefragt, Jesus, ist es für mich meine Zeit? Und irgendwie kam ich auf diesen Bibelvers, ich glaube Jesaja 41,3 oder sowas, weil ich habe mich auch gefürchtet, nicht ihm gerecht zu werden, ihn nicht so dienen zu können. Und da steht, glaube ich, geschrieben, habe keine Furcht, oder ich habe dich bei deinem Namen gerufen, ich habe dich erlöst von der Furcht oder sowas, ich weiß nicht mehr ganz genau in den Bibelvers. Und er hat mich gerufen, er hat mir gesagt, es ist deine Zeit, komm jetzt. Ja, ich habe viel erlebt, ich habe viel gemacht in meinem Leben, was nicht schön ist. Das wäre auch jetzt viel zu viel aufzuzählen. Und für die, die noch nicht diesen Weg gegangen sind, wie er auch erzählt hat, so ein Pastor, was hier gerade in dieser Welt abgeht, es wird Zeit für jeden. Ja, mehr habe ich ehrlich gesagt nicht mehr zu sagen. Amen. Halleluja. Dylan, Kämpfer Gottes. Geschwister, also gute Frage, wo ich jetzt anfangen soll. Also ich, letztes Jahr war, würde ich mal sagen, ein anstrengendes Jahr für mich. Ich habe halt vieles durchgemacht so. Ja, ich wurde halt so viel von Leuten so halt immer runtergemacht oder sonst was, und ich habe einfach gemerkt, Leute versuchen halt immer so mich schlecht zu reden und sonst was. Und es waren halt viele Anfechtungen und so. Und ich habe halt viel gebetet über alles. Und ich habe einfach gemerkt, es war jetzt meine Zeit, mich taufen zu lassen. So. Und es ging mir einfach besser. Desto mehr ich gebetet habe dafür, dass Geduld kommt, Stärke. Ich fühle mich sehr viel besser, als ich mich jemals gefühlt habe. Und ich weiß, dass es durch Gott gekommen ist. Und Gott ist meine größte Stärke. Und dafür bin ich dankbar. Ich habe mir heute so Gedanken über euch beiden gemacht, weil ihr nicht so viel redet in der Gemeinde. Ich dachte, was werden sie wohl erzählen? Und danke Jesus, dass der Herr wirklich euer Leben begleitet und ihr diese Entscheidung wirklich festmachen wollt. Ha? Wir haben ein junges Mädchen hier und sie möchte unbedingt den Herrn Jesus ein Lied singen, hat sie gesagt. Und Geschwister, dazu möchten wir etwas tun. Wir möchten ein Opfer einsammeln, bevor die nächsten Zeugnisse dann kommen. Tamia, wo bist du? Ah? Bist du nicht schön? Ja, sie dient dem Herrn oft hier, singt ein Lied manchmal. Ah? Und ja, jetzt heute darf sie auch ein Lied singen. Sie wollte es unbedingt, hat lange geübt dafür. Habe ich gehört? Kann das sein? Okay. Stimmt das? Ja. Okay. Ja, lass uns ein Opfer einsammeln und dann lass dich einfach segnen. Die Brüder werden ein Opfer einsammeln, Gennaro und Remi. Ja, betet für das Opfer. Und Tamia wird dann für den Herrn Jesus ein Lied singen. Darum stehen wir hier und preisen deinen Namen, denn kein
nicht jetzt, wann dann? Wann dann? Michel, Halleluja! Sie singt für Jesus. Ob es viele Menschen sind oder wenige hier drin, sie singt immer wieder ein Lied für sie. Sie hat noch ein anderes Lied auch, das sie immer gerne singt. Aber das war jetzt so richtig passend. Ha? Danke, Jesus, für die Kinder auch, die hier sind. Und auch das mit Jesus einfach genießen und damit aufwachsen dürfen. Ja, Gott segne sie. Korala, Korala, Shalom, Gottes Segen. Also seit mir, seit Baru Bech Bekerudu, Hom Jai Mangise Mishtu, Mu Jesus, lass man da lauter weg, mit Angstzustände, ihre Gedanken. Und letzte Bech, bin das mit Chai Mama, halte schon Taufe, du komm hinein. Und habe am Kaidrera Kasohano von die Taufe. Und dann kommen Jaka noch zu und von Jesus, die Meidre, die Job mit dir drum, dann zickel ich Mandi, da was ich Gänsehaut ab, Mandi, was richtig hell. Und dafür, Jomi, richtig ist du drum, und mit mehr Roke, Divis und Sto Nevis Pre. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Das ist ein Zeugnis so geradeaus. Ha? Ihre Bekehrung war auch so geradeaus. So richtig 180 Grad Wende in ihr Leben. Halleluja. Danke, Jesus. Für so ein Herz auch. Halleluja. Ja. Aufgeregt ohne Ende. Ohne Ende. Inaya, Shenikwa. Hallo, liebe Geschwister. Ich lasse mich heute taufen, weil ich in der Gemeinde groß geworden bin. Ich bin seit 2017 bekehrt. Für mich war schon immer klar, dass ich feste Sachen mit meinem Glauben mache. Und heute ist der Tag, wo ich vor euch sichtbaren und der unsichtbaren Welt meinen Glauben bekenne. Amen. Hallo, liebe Geschwister. Auch ich habe mich heute für die Taufe entschieden, weil ich Jesus liebe. Und ich danke Ihnen, dass ich hier stehen darf. Ich wollte eigentlich nur einen Traum von mir erzählen. Als ich ein Kind war, hatte ich oft immer Ängste und nicht so gute Gedanken. Ich hatte einen Traum, dass Jesus uns geholt hat. Und, aber es waren viele von meiner Familie da, aber nicht alle. Und als ich runtergeguckt habe, hat dann Jesus zu mir gesagt, dass er mich wieder runterschickt, um den Leuten zu sagen, halt, dass sie anfangen sollen, an ihn zu glauben. Und ich muss halt immer an diesen Traum denken. Halleluja. Sie haben sich so viele Dinge aufgeschrieben und nur die Hälfte erzählt, unter Tränen noch die Sünder. Danke, Jesus. Wie so gesprochen hat, habe ich zurückgeblickt so ein bisschen auf meine Taufe. Sinto hat mir so viele Dinge gefragt, damals. Und ich habe mir gesagt, Amen, Amen, komm, lass mich einfach tot werden und mich begraben dort in diesem Wasser. Danke, Jesus. Ich weiß nicht, wie du dich bei der Nacht deiner Taufe gefühlt hast. Bei manchen ist ja die Taufe schon einige Jahrzehnte her in diesem Raum. Bei manchen vielleicht nicht so lange jetzt noch. Aber in meinem Leben, keiner hat das mir so richtig erklärt, die Taufe damals, aber ich wusste, vor der Taufe, da wurde mir plötzlich was bewusst. Erinnere mal dich mal, ich spiele mal zurück den Film. Vor meiner Taufe wurde mir etwas bewusst und ich glaube, das war von dem Herrn auch. Und sicherlich bei dir auch, weil wir alle haben denselben Geist immer. Okay? Und Gott zeigt ihm, Hanno, das wird jetzt ernst. Nachfolge wird jetzt ernst. Und du bekennst eigentlich damit, dass du zu mir gehörst, Hanno. Hast du das auch gespürt? Du bekennst, dass du zu mir gehörst. Das haben wir bekannt vor unseren Freunden, unseren Familien,
vor dem Ehepartner, Lanuchave, vor der sichtbaren, der unsichtbaren Welt und vor Gott. Jesus sagte, wer sich meiner oder meiner Worte schämt, dessen werde ich mich auch letzten Endes schämen. Aber wer für mich eintritt, für den trete ich auch ein, sagt der Herr Jesus. Und ich glaube, dass der ganze Himmel hinter euch steht. Und auch hinter jedem einen. Wer ist denn schon bewusst in der Taufe gegangen, hier in diesem Raum? Hinter euch steht der ganze Himmel. Und alles, was den Himmel ausmacht. Wir und ihr seid die Braut Jesu. Halleluja. Ich bin einfach so dankbar für Jesus, für das, was er tut. Auch gerade hier bei den Geschwistern, auch Inaya und Shenikwa, Corala, Dylan und Gino und Mendes auch, der nicht jetzt dabei sein konnte. Es ist wunderbar. Ist hier? Wo ist er denn? Hey. Komm, lass uns mal für ihn beten. Sein Herz wäre eigentlich heute hier, aber er darf nicht, weil er offene Wunden hat hinterm Ohr und kriegt Antibiotikum und hat es verboten bekommen. Ja? Mendes, wollen wir für dich mal beten? Komm, lass uns mal für ihn beten. Walter, vielleicht betet er das, ja? Amen. Sei gesegnet, Mendes. Bruder Rubli, komm nach vorne. Er ist Präsident von hier bis Olomouc. Präsident von drei Ländern. Hanna kommt auch noch dazu, wird es übernehmen. Gelobt sei der Name des Herrn. Ja, komm, hör mir doch Balava und dann wolltest du dem Herrn dienen mit ein, zwei Liedern. Okay. Ja, also, schön hier zu sein bei der Taufe. Und ich möchte euch grüßen in den Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Halleluja. In seinen Namen sind wir versammelt. Und in seinen Namen lassen sich die Geschwister taufen. Auf den größten Namen, der den Menschen gegeben ist, unter den Himmel, in den wir errettet sind. Amen. Es gibt keinen anderen Namen, um errettet zu werden. Und ihr werdet getauft in den Namen Jesu Christi. Das bedeutet, ihr werdet Vollmacht durch seinen Namen bekommen. Dass ihr seinen Namen trägt und in seinen Namen habt ihr den Sieg in euer Leben. Du auch? Es gibt keinen anderen Namen, in dem wir Sieger sind, nur in den Namen Jesu Christi. Und dieser Name soll erhöht werden, hier im Himmel, hier auf der Erde wie im Himmel und das mit Lob, Dank und Anbetung. Halleluja. Und die ganze Gemeinde sollen wahre Anbeter sein. Denn danach, sagt uns die Bibel, sucht der Vater. Der Vater, Gott, sucht wahrhaftige Anbeter, die ihn anbeten, in Geist und in der Wahrheit. Wenn Jesus sagt in Geist, dann heißt es, neu gewordene Menschen, bekehrte Menschen, die Jesus Christus angenommen haben, die den Heiligen Geist in sich haben, die fangen an, im Geist zu beten. Und Wahrheit ist Jesus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und nur durch ihn kommen wir im Zentrum, ins Allerheiligste zu Gott. Amen. Und das will ich jetzt tun. Ich will im Zentrum hineinkommen mit einem Anbetungslied. Und dieses Lied heißt Retter meiner Seele. Halleluja. Retter meiner Seele, denn der Herr ist der Bischof unserer Seelen. Er ist unser Herr und Hirte. Soll dich preisen, Jesus.
König, Herr aller Herren, Jesus, Retter meiner Seele. Herr, ich fand dich im dunkelsten Moment. In dir fand ich Liebe, Trost in meiner Not. Ich vertraue dir in starken Stürmen. Wunderbar bist du, Herr. Wunderbar bist du, Gott. Du bist meine Ehre, erhebst mein Haupt empor. Dein Licht erfüllt mein Tag, führst mich deinen Weg. Für immer bete ich dich, Jesus, an. Hey, ich lebe, um dich anzubeten. Mein Jesus, du, der Einzige für mich. Nichts kann deinen Platz nehmen, du, mein Heil. Wer kann zwischen dir und mir sein? Herr, ich lebe, um dich zu ehren. Und ich gebe dir mein ganzes Leben. Zieh mich näher, lass mich wachsen in dir, ich gebe alles mit dir zusammen. Halleluja, Jeshua, Retter meiner Seele. Herr, du fandst mich in dunkelsten Morgen. In dir fand ich Liebe, Trost in meiner Not. Ich vertraue dir in starken Stürmen. Wunderbar bist du, Gott. Du bist meine Ehre, erhebst mein Haupt. Dein Licht erfüllt mein Tag, führst mich deinen Weg. Für immer beg ich dich, Jesus, an. Alle zusammen. Hey, ich lebe, um dich anzubeten. Mein alles gegeben. Herr, du gabst dein Leben ans Kreuz. Herr, du wurdest angenagelt. Du hast große Schmerzen gehabt, Herr, denn du hast dich hingegeben, damit du uns erlösen tust.
damit du uns zu dir führst, damit du, Herr, uns ins Allerheiligste, ins Zentrum, zu der Liebe des Vaters führst, Herr. Herr, und auch jetzt sind wir ins Zentrum, zu das Herz unseres Vaters. Vater, wir lieben dich, Vater im Himmel, denn du gabst deinen Sohn, Jesus, für unser Leben. Vater, ich will dich anbeten, ich will dich ehren, preisen, und ich will dich, Jesus, erheben, dich ehren, dich anbeten, weil du würdig bist. Anbetung, Macht, Ruhm, Lobpreis, Glanz, Stärke zu empfangen, Herr. Darum, Jesus, erheben wir dich hier an diesem Ort. Und wir singen dir, Herr, o Herr, du bist heilig. Du bist heilig, du bist würdig. Wir preisen dich für deine Gegenwart, für deine Präsenz hier. Oh, lass deine Gegenwart, Jesus, hier in diesem Raum. Herr, lass die Herrlichkeit in diesem Raum wirksam werden, Herr. Auf einen jeden, Herr. Herr, ich will dich preisen und loben, Herr. Mein Leben lang, Herr. Und mein Herz freut sich, wenn ich sehe, Herr, dass deine Kinder dich anbeten, Herr, weil sich dein Herz erfreut. Jesus, danke für deine kraftvolle Liebe. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Sohn Gottes. Danke für diesen wunderbaren Tag. Danke, dass deine Gegenwart, deine Präsenz hier ist. Danke, dass du einen jeden berührst, Herr. Danke, dass du eine jede Seele heilst. Danke, dass du in ein jedes Herz hineinkommst. Danke, Jesus, für deine kraftvolle Heilung, Herr. Danke, Jesus. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Kreiam an die Jesus. Muss ich rein. Dem antiro kam la ben, tiriso, tiro la pibaro, mi eada, tu ki, ke anman di Jesu. Muss ich rein, dem Antiro kam la ben, Tiriso, Tirol la Pibaro, I era da, du kind. Lass uns zusammen, ja, wir singen für dich her. Ja, wir singen. Your name is great.
Lass mal Jesus einen richtigen Applaus geben. Danke, Jesus, für deine Gnade. Halleluja. Herr, wir sind hier, um dich anzubeten, Herr. Um dein Reich heute, Jesus Christus, zu begegnen. Halleluja. Komm, lass uns noch ein Lied singen in der Anbetung. Dann möchten wir sein Wort hören. Danke, Jesus. Eine wunderbare Zeit in Jesus. Halleluja. Weißt du, genieße sie, es ist deine Zeit. Und ich will noch eins programmieren mit diesem Lied, dass wir mehr als alles andere brauchen in dieser Welt. Du bist der Friede, der mein Herz bewahrt. Ja, mein Helfer, der nur er allein ist die Hoffnung. Amen. Du bist die Hoffnung, die mich trägt. Ja, du ziehst mich ins Gebet. Schon nur mit einem Gedanken, denn dort wartest du auf mich, Herr. Und er tut was mir zu. Und dort setzt du mich frei. Yeah.
Komm, sag es mal mit mir gemeinsam vom ganzen Herzen. Vater, wir lieben dich und wir beten dich jetzt an. Komm, lass uns das noch einmal sagen. Vater, wir lieben dich. Vater, wir lieben dich und wir beten dich jetzt an. Jesus. Halleluja. Vater, segne du deinen Diener, Herr Jesus, der dein Wort bringt, Herr. Schenke ihm eine Salbung, Jesus Christus, dein Wort zu predigen, Herr. Öffne unser Herz durch die Kraft des Heiligen Geistes, Herr, für dein Wort, was dein Wort, Jesus, hijiben, hiso am besten selber, Herr. Salbe du dir, Chavez, die din relotuki, Herr, in Jesu mächtigem Namen. Amen. Amen. Überschrift der Predigt ist: Gott belohnt Gehorsam. Ihr seid gehorsam, ihr geht heute über den Jordan. Ihr wisst, was das bedeutet. Werden wir dann noch näher miteinander betrachten. Kommt gleich zum Wort Gottes, ihr Lieben. Ich weiß, die Zeit läuft dahin. Vater, wir danken dir, Herr, für dein kostbares Wort. Danken dir für die Seelen, die heute den Bund mit dir schließen, Herr. Danke, Herr, für jede einzelne Seele, die heute hier ist. Halte alles Störende fern. Schenk mir Gnade zum Reden. Und dein Wort möge in die Herzen, in unsere Herzen hineinfallen, Herr. Danke, Herr Jesus. Amen. Amen. Ja, Gott belohnt Gehorsam. Vielleicht sagst du, ja, was hat das jetzt mit der Taufe zu tun? Wir werden sehen, ihr Lieben. Da war doch ein Mann, der nicht von Israel war, sondern Nachbarland Syrien. Und er hatte eine hohe Position. Und dieser Mann war sehr krank. Sehr krank, ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Er war unrein und musste sich verstecken, obwohl er so ein hohes Amt hatte. Er war Hauptmann von Syrien und hatte große Befehlsgewalt. Und bei ihm im Hause war ein junges Mädchen aus dem Volk Israel, die bei ihm im Hause diente, bei seiner Frau. Und sie erkannte das Leid ihres Herrn und sie sprach, und sie sagte zu ihrer Herrin: Ach, wäre mein Herr, dieser Hauptmann, Naeman, ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt. Ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt. Dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien, denn er war aussätzig. Und das war sichtbar, ihr Lieben. Und damals galt, und bis auf den heutigen Tag, eine ganz schlimme Krankheit, und die zum Tode führte, ihr Lieben, Aussatz. Und die Menschen nahmen schon vom weiten Abstand von solchen Menschen, denn es war ansteckend und die Menschen fürchteten sich vor solchen Personen. Und er hatte noch dieses hohe Amt in Syrien als Hauptmann. Und dieses junge Mädchen empfand Mitleid mit ihm und sagte zu seiner Frau von Naeman: Ach, wäre er doch bei dem Propheten, bei dem Mann Gottes in Samaria, in Israel, der könnte ihn vom Aussatz befreien. Dieser Mann war ein stolzer Mann. Ein stolzer Mann. Ja, der auch viel zu sagen hatte. Und dieser Mann, Naeman, machte sich auf und pilgerte dort nach Israel. Zuerst kam er an die falsche Adresse. Er ging zum König, brachte viele Geschenke mit Silber und Gold. Und als er dann zum König dann kam und brachte seine Bitte vor, der reagierte, überreagierte der König in Israel. Und als es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, da zerriss der König von Israel seine Kleider und sagte: Bin ich Gott, Homeobarodebel, der die Macht hat zu töten und lebendig zu machen? Dass dieser zu mir sendet, einen Menschen von seinem Aussatz zu befreien.
Ja, wahrlich, erkennt doch und seht, dass er einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Denn Israel und Syrien waren nicht gerade friedlich miteinander, hatten immer wieder Krieg in der Vergangenheit. Und jetzt nahm er dies als Herausforderung, als Falle, ja, der ihn dort irgendwie hinters Licht führen wollte. Aber Naaman hatte ehrliche Absichten. Wie gesagt, er brachte viele große Geschenke mit, aber der hat es total falsch verstanden. Wie kann ich, und er zerriss seine Kleider, bin ich Gott, kann ich Menschen von Aussatz befreien, denn er wusste, was das zu bedeuten hat. Aussatz ist ein Bild für die Sünde. Und Sünde befreien kann nur einer. Und das ist allein nur Gott. Ihr Lieben, das ist ein Bild für die Sünde. Aber die Geschichte geht weiter, Gott sei Dank. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, der Nachfolger von Elia, der Mann Gottes hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, da sandte er zu dem König und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen. Dieser Mann Gottes, Mukles Developer Schmande, lass ihn zu mir kommen und er soll erkennen, dass er ein Prophet in Israel ist. Da kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinem Wagen und hielt am Eingang des Hauses Elisas beim seinem Haus an, mit seiner ganzen Gefolgschaft und. Und jetzt hatte dieser Naaman natürlich eine Vorstellung. Jetzt kommt er zu dem Prophet, zu dem Mann Gottes und der wird irgendwie so einen Zauberspruch über ihm her sagen und dann wird er geheilt werden. Pusteblume vom Wegen. Elisa schickte einen Boten zu ihm. Er ging noch nicht einmal selber, dieser stolze Mann. Er hat einen Boten geschickt zu dem Mann Gottes und ließ ihm sagen, geh hin und bade dich 7-mal im Jordan. Sprach dann Elisa zu Naaman. 7-mal soll er sich im Jordan baden. Das hat ihm gar nicht gefallen. 7-mal in diesem schmutzigen Wasser Jordan, so wird dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Das war für ihn eine Herausforderung, aber gleichzeitig auch eine Demütigung. Und das, ich habe ja gesagt, die Predigt, Gott belohnt Gehorsam. Da wurde Naaman zornig, holy was es, und ging weg, dieser Hauptmann, dieser stolze Mann. Er ging weg, er wollte nicht auf die Worte von dem Propheten hören. 7-mal mich dort untertauchen in diesem schmutzigen Gewässer vom Jordan. Und er sagte, siehe, ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen zu mir kommen. Er hat sich das so vorgestellt, Elisa kommt zu mir nach draußen, wird hinzutreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussatz vom Aussatz befreien. Er hat irgendwie gedacht, macht er jetzt irgendwie so eine Handbewegung, Elisa macht so einen Zauberspruch über ihn und dann ist er befreit von seinem Aussatz. Aber so war es nicht. Er war beleidigt in seinem Inneren, in seinem Stolz. Und dann sagt er noch, sind nicht die Flüsse von Damaskus, von Syrien, besser als alle Wasser von Israel, also reiner, sauber und viel sauberer wie der Jordan? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Ist es nicht genauso heute noch? Wir wollen Gott immer wieder Vorschriften machen, wie er zu handeln hat. Gott hat einen Plan für uns Menschen und wir sagen nein. Gott sandte seinen Sohn auf diese Erde und wir Menschen wollen uns selber erlösen. Und er wollte sich auch selber erlösen. Gott soll so machen, wie wir das wollen. Und deshalb ist es so schön, dass ihr auf die Stimme Gottes gehört habt. In euren Zeugnissen. Und Gott wird euch belohnen für euren Gehorsam. Er wird euch segnen, weil ihr darauf eingegangen seid, was der Herr gesagt hat. Wer da glaubt und sich taufen lässt, der soll gerettet werden. Halleluja. Und ihr werdet Kraft empfangen, Kraft des Heiligen Geistes. Dieser Naaman war nicht bereit, sich zu demütigen und sich 7-mal in diesem schmutzigen Jordan unterzutauchen. Und doch traten dann seine Gefolgschaft zu ihm und haben ihn dann überredet und gesagt, da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sagten, mein Herr, mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Dann hättest du es sicherlich getan. Wie viel mehr, dass er nur zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein sein. Die Menschen, die opfern, sie geben Geld, sie machen irgendwelche religiöse, was weiß denn ich, und pilgern hier und dorthin. Aber die Gnade Gottes, sich zu bekehren, einfach auf das Wort einzugehen, das ist ihnen oftmals so einfach. Und das war hier
ihm genauso zu einfach, einfach nur zu baden. Hätte der Mann Gottes, der Elisa, zu ihm gesagt, du musst das Zehnfache an Opfer bringen, an Gold und Silber, sicherlich wäre er bereit gewesen, es zu bezahlen. Aber dann wäre es kein Geschenk mehr gewesen. Und dann wäre es nicht zur Ehre Gottes gewesen, sondern er hätte ja dafür bezahlt. Und so ist es auch bei uns, ihr Lieben. Unsere Bekehrung, unsere Errettung haben wir nicht verdient. Es ist ein Geschenk Gottes. Ohne unser Hinzutun. Wir müssen nur gehorsam sein und dann wird er uns belohnen. Amen. Auch wenn wir es nicht verstehen, trotzdem wird es uns dann zum Segen sein, weil wir auf die Stimme Gottes gehört haben, ihr Lieben. Auch in unserer heutigen Situation ist es nicht anders. Und jetzt hat er sich überreden lassen, der Naaman. Und dann geht er hin und taucht sich dort in diesem schmutzigen Wasser im Jordan unter. Jekmolo einmal, zweimal. Mein Fleisch immer noch Aussatz, immer noch unrein. Dreimal runter. Muss ich demütigen. Ich wäre vielleicht zum Gespött, wenn die das zu Hause hören. Hab mich so darauf eingelassen, was ist, wenn nichts passiert und komm wieder so nach Hause. Ilatsch, hast dich bekehrt, hast dich taufen lassen. Wie viele von unseren Menschen sind so stolz. Nee, den Weg des Herrn. Und dann, und. Sie sind nicht bereit, auf die Stimme Gottes zu hören. Und doch will sie doch der Herr belohnen. Er will sie segnen. Und dann geht er ein viertes Mal runter. Naja, jetzt ist es egal, gehe ich auch nochmal ein fünftes Mal runter. Und dann die Kello, gar nichts, null, bin immer noch mit Aussatz übersät, die Sünde haftet immer noch an mir, immer noch nicht gereinigt. Aber dann beugt er sich. Und glaub mir, wenn wir unsere Knie beugen und den Namen des Herrn anrufen und auf seine Stimme hören, dann greift Gott ein. Dann segnet er. Dann ist es nicht unser Verdienst, dann ist es pure Gnade. Und das war hier nicht sein Verdienst von Naaman. Er hätte sicherlich das Zehnfache bezahlt, sicherlich. Aber jetzt muss er lernen, runter mit dir. Runter mit dir. Runter vom hohen Ross. Sei demütig, sei gehorsam. Höre auf die Stimme des Propheten, des Mannes Gottes, der letztendlich ein Werkzeug des Herrn war. Und was hat der Herr gesagt? Siebenmal. Nicht sechsmal, nicht fünfmal, siebenmal. Diese göttliche Zahl. Du sei gehorsam. Und er tat es. Und dann geschah das Wunder. Da stieg er hinab und tauchte im Jordan mal siebenmal unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Halleluja. Das Wunder geschah. Er wurde rein. Gott hat ihm Gnade geschenkt. Halleluja. Und er kehrte zu dem Mann Gottes zurück und sein ganzes Gefolge. Und er kam und trat vor ihn und sagte, siehe doch, ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, als nur in Israel. Halleluja. Und das war eine große Aussage, denn dort, wo er lebte in Syrien, war Götzendienst. Da haben sie andere Götter gedient und geopfert. Und jetzt muss er das bekennen über seine Lippen. Es gibt keinen Gott auf der ganzen Erde, als nur in Israel. Amen. Das ist doch wunderbar, ihr Lieben. Gott belohnt Gehorsam. Der Mann von dieser Hauptmann, der da gereinigt war von seiner Sünde, vom Aussatz, ja, der wollte ihn dann mit Geschenke übersehen. Aber er hat nichts angenommen. Nein, das sei ferne von mir. Er hat nichts genommen. Eine ganz andere Haltung hatte der Diener, der Gehasi, der Diener von dem Propheten Elisa. Der hat Geschenke dann, der ist den Mann von den Hauptmann nachgegangen von Syrien, obwohl es der Prophet verboten hat, er darf nichts nehmen. Das war ein Geschenk, es war reine Gnade, ein Geschenk von Gott von oben her. Aber dieser Gehasi hatte eine ganz andere Gesinnung. Mach ich bist la gudel man schon gabedo prablo. Und ist ihm hinterher, als er dann wieder schon zurück nach Syrien gepilgert ist, wieder in Richtung nach Hause und hat sich dort doch von ihm etwas geholt an Silber. Und weißt du, was geschah? Über diesen Diener Gehasi, weil er ungehorsam war, was ist mit ihm passiert? Was ist mit ihm passiert? Wer kennt die Geschichte? Er bekam
den Aussatz von diesem Naaman. Plötzlich war dieser Aussatz an ihm gehaftet, weil er ungehorsam war, ihr Lieben. Das Gericht kam über ihn. Aufgepasst, ihr Lieben. Wenn Gott spricht, dann haben wir hinzuhören. Denn er steht über Leben und Tod, über Segen und Fluch, ihr Lieben. Darüber steht er. Deshalb sollten wir uns aufmachen und unseren Stolz ablegen und auf die Stimme Gottes hören, wenn Gott spricht, ihr Lieben. Und ihr habt das getan. Auch wenn wir nicht alles verstehen, so dürfen wir doch dem Herrn vertrauen. Dieser Naaman konnte nicht alles verstehen. Er hatte eine ganz andere Gesinnung. Aber dann, als er dann doch darauf einging und sich 7-mal dort im Jordan untertauchte, und der Jordan steht ja für den Tod, aber auch für neues Leben, ihr Lieben. Deshalb dieses Sprichwort über den Jordan gehen, wenn jemand verstorben ist. Und in Römer 6 heißt es, ihr Lieben, da wird uns die Taufe beschrieben, und da heißt es, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, ihr Lieben. Der Jordan, das Wassergrab, ist der Tod des alten Menschen. Damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so wir auch in der Neuheit des Lebens, das heißt, in diesem neuen Leben wandeln sollen. Weißt du, welche eine Freude dieser Naaman hatte, als er nach Hause ging? Aussatz weg. Ich kann wieder unter die Menschen. Ich bin anerkannt. Ich bin befreit. Der Aussatz, die Sünde ist weg. Halleluja. Und der Herr schenkt neues Leben. Bis in die Ewigkeit hinein, weil wir Kinder Gottes geworden sind. Dieses Ereignis hat dieser Naaman nie mehr in seinem ganzen Leben vergessen. Und er musste bekennen, so einen Gott wie in Israel gibt es nirgendwo. Er ist der wahre Gott in Israel, auf der ganzen Welt. Halleluja. Und das ist doch wunderbar. Ihr werdet heute nicht auf den Namen von irgendeiner Mission getauft, egal wie sie heißt, sondern ihr werdet auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Der dreieinige Gott, der allmächtige Gott, Halleluja, der uns befreit von jedem Aussatz durch das kostbare Blut Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Und dann hat er uns ein weißes Gewand geschenkt. Und in Offenbarung 7 heißt es, aus allen Nationen, Sprachen und Völkern, eine unzählbare Menschenmenge stand vor dem Thron und sangen ihm ein neues Lied. Amen. Und wir sind, die singen doch gerne. Amen. Und deshalb werden wir dabei sein, um dieses neue Lied zu singen. Ich kann euch nur sagen, bleibt treu dem Herrn. Euer altes Leben soll dort in dem Wassergrab bleiben. Heißt das, dass wir keine Fehler machen? Du, ich bin schon 40 Jahre getauft und mache immer noch Fehler. Aber ich darf aber immer wieder auch zum Thron der Gnade kommen und darf neues Leben empfangen. Und das werde ich wahrscheinlich mein ganzes Leben, bis ich das Ziel erreicht habe, bis ich bei Jesus bin. Wichtig ist, dass ich mich immer wieder beuge und meinen Stolz doch dann letzten Endes vor dem Kreuz bringe. Und der Herr schenkt mir dann Gnade. Den Stolzen widersteht Gott, aber den Demütigen schenkt Gnade. Stell dir mal vor, dieser Naaman hätte sich nicht überreden lassen und wäre so wieder gegangen, wie er gekommen ist. Der hätte sicherlich nicht bekennen können, dass es nur einen Gott in Israel gibt und dass er der wahre Gott ist, und würde nicht mit gereinigtem Zustand nach Hause gehen können. Aber weil er doch auf die Stimme Gottes eingegangen ist und er hat sich doch bekehrt und war bereit, sich doch taufen zu lassen und den Weg des Herrn gegangen ist, so hat er die Belohnung empfangen. Amen. Und wenn du den Weg des Herrn gehst, wird auch der Herr dich segnen, auch in deiner Situation. Und du wirst dann ewiges Leben bekommen. Weit mehr, was diese Erde uns zu bieten hat. Denn wir sind Miterben Jesu. Gott hat uns eingesetzt, Halleluja, Miterben zu sein in seiner Herrlichkeit, ihr Lieben. Der Glaube ist nicht nur hier auf dieser Erde, sondern er geht
über den Jordan, in das ewige Leben hinein, ihr Lieben. Halleluja. Und es lohnt sich heute schon, hier diesen Weg mit Jesus zu gehen. Deshalb hat Jesus gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Willst du das Leben? Willst du den richtigen Weg gehen? Halleluja. Und willst du die Wahrheit? Jesus ist alles in einer Person. Und auf diesen Namen werdet ihr heute getauft. Amen. So wie Naaman, der gehorsam war, aber er musste runter von seinem hohen Ross und hat sich dann gedemütigt. Gott belohnt Gehorsam. Das wollte ich euch sagen, das war auf meinem Herzen. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen Gottes Segen heute, wenn ihr in die Taufe geht. Und wenn du noch nicht getauft bist, schließe diesen Bund mit Jesus sehr bald. Schiebe es nicht auf die lange Bank. Wir wissen, des Teufels bestes Möbelstück ist die lange Bank. Nein, morgen vielleicht, eventuell bekehre ich mich oder lass mich taufen. Und man schiebt es immer weg. Man will selber so ein bisschen, ja, alles in der Hand selber nehmen und will das alles selber machen, so wie auch Naaman. Aber du, sei einfach nur gehorsam, auch wenn du es nicht verstehst. Nimm diese Gnade in Anspruch und sei gehorsam und tue das, was der Herr sagt. Und die Bibel sagt uns klipp und klar, wer da glaubt und sich taufen lässt, der soll gerettet werden. Auch wenn es dir nicht passt, tu es. Es dient dir zum Segen. Vater, ich danke dir, Herr. Pack Rahmen, Jesus, Herr, dass du dasselbe bist, gestern, heute und alle Ewigkeit. Du hast dich nie verändert, Herr. An Hochmut hast du keinen Gefallen, Herr. Aber der bereit ist, auf deine Stimme zu hören. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. An dem hast du wohlgefallen, Herr. Ich bitte dich, dass du sie segnest. Du kennst jedes Herz, Herr. Und du weißt auch, was jedes Herz benötigt, Herr. Deine Kraft deines Heiligen Geistes. Segne sie und fülle sie du sie auch heute, Herr, mit deiner Kraft, Herr, dass sie deinen Weg gehen, dass sie treu sind, Herr. Herr, bis wir das Ziel erreicht haben. Hab Dank, du guter Gott. Danke für diese Stadt, danke für diesen Ort, danke für die Brüder, Herr, die diesen Dienst hier treu tun, Herr. Gib ihnen weiterhin, Herr, Freudigkeit, Herr. Herr, dein Reich zu bauen, Herr. Gelobt und gepriesen seist du, Herr. Wir beten dich an. Komm, vielleicht hast du heute noch gar nicht gebetet. Die Gemeinde ist kein Unterhaltungsprogramm, was sie zu bieten hat und wer besser singt oder wer besser spricht. Oder wir wollen dich näher zu Jesus führen. Schließ doch mal deine Augen. Sprich ein paar Worte zu Jesus. Was dich auch bewegt. Gott kennt dich, er kennt deinen Namen, er kennt deine Beweggründe, er weiß deine Sorgen, deine Nöte, den Familienzustand, er weiß einfach alles. Sag doch einfach, Herr, hier bin ich, ich brauche dich. Herr, hier bin ich brauche dich, Herr, hilf mir. Rufe mich an in der Not. Ich will dir helfen und du sollst mir danken und preisen. Gott ist da. Und er schickt dich nicht weg. Er stößt niemand hinaus, der zu dir kommt. Alle wurden geheilt, die zu Jesus kamen. Und nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Halleluja. Sprich ein paar Worte des Gebetes zum Herrn. Dank dem Herrn. Und sag, Herr, ich will auf deine Stimme hören. Ich möchte, dass ich das tue, was du willst. Ich will gehorsam sein. Gib mir die Kraft dazu, Herr. Ich will ein Kind Gottes sein. Halleluja. Jesus liebt dich von ganzem Herzen. Und das hat er bewiesen am Kreuz von Golgatha. Halleluja. Gott ist gut. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Herr.
Herr, du belohnst Gehorsam. Hab Dank, Herr. Und du hast Freude daran, wenn wir gehorsam sind, Herr. Aber den Widerspenstigen und Rebellischen und Halsstärkigen, Herr, daran hast du keinen Wohlgefallen, Herr. Und da liegt auch nicht der Segen, Herr. Danke, Herr, für deine Gnade jeden Tag neu. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Danke, Jesus. Ich glaube, nach der Taufe werden wir noch eine Zeit haben, wo wir zusammen beten würden. Ja? Es sind noch viele Brüder da, die dann auch euch dienen, möchten auch im Gebet, möchten eine Zeit haben, wo wir einander segnen dann. Und wenn du hier bist, ja, und du noch keine persönliche Entscheidung für Jesus in deinem Leben getroffen hast, du, das tut man nicht beim Vorbeifahren, mal so ein Winkzeichen. Ich möchte auch nicht sagen, jetzt heb mal deine Hand und dann darfst du auf deinem Platz dich mal entscheiden für Jesus. Das tut man nicht einfach so als etwas, wo jetzt man schämt sich dafür. Das tut man nicht so. Nein, wenn wir uns bekehren, dann bekehren wir uns von Herzen, von ganzem Herzen. Wenn du hier bist, deine Entscheidung treffen willst, dann möchten wir dann später mit dir auch zusammen beten. Aber jetzt freue ich mich, die Geschwister begleiten zu dürfen, die diese Entscheidung, wie dieser Naaman getan hat, vor der sichtbaren, unsichtbaren Welt einfach tun wollen. Ja? Gino Amprada, der Erste, steht hier mit seiner Tochter Inaya, lassen sich taufen. So, unser Bruder Gino. Ja, du wirst tauchen. Ja, ich freue mich von Herzen, meinen Bruder begleiten zu dürfen. Ja, sein Zeugnis wurde bestätigt. Und so möchte ich einfach ja auch vor Gott und vor euch ihn fragen. Bruder Gino, glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ja, Amen. Glaubst du, dass er für deine Sünden gestorben ist? Ja. Und dass er für dich am dritten Tag auferstanden ist? Ja. Möchtest du mit ihm leben? Ich. Möchtest du sterben heute? Ich möchte sterben heute. Aufgrund von deinem Glaubensbekenntnis wollen wir dies tun und möchten dich dabei begleiten, möchten auch für dich beten. Und Gino Pala, bete doch für. Jesus, Herr, mein Wagner, mein Land, tut die Herr. Und dann kam du die Herr. Entscheide, was du bist, Bau, die Herr. Für du die Jesus, Herr. Herr, danke, deine Nachschäle, du die Ballern, Herr. Und na, geh du ernst mit du, Herr. Und gerade am alles Kanal. Tauferl, Herr, in den Namen des Vaters, des Sohnes, des Tod Jesus Christus und die Auferstehung. Im Namen Jesus. Amen. Aufgrund von deinem Glaubensbekenntnis taufen wir dich in den Tod Jesu und in der Auferstehung des Herrn. Amen. So, unser junger Bruder Dailan, ja, auch ihn, ich freue mich für dich, Bala. Auch ihn möchten wir vor Gott und vor euch ja fragen. Dailan, glaubst du an Jesus? Ja. Glaubst du, dass er der Sohn Gottes ist? Ja.
Glaubst du, dass er dich liebt? Ja. Und dass er dir all deine Schuld vergibt? Ja. Dass er gestorben ist und am dritten Tag für dich auferstanden ist? Ja. Amen. Und ich denke, Grund zur Freude und aufgrund deines Bekenntnisses im Glauben möchten wir dich auch taufen. Und Jesus, Herr, ich danke dir für meinen Bruder, deinen Sohn, Herr. Herr, ich danke dir von Herzen, dass Menschen sich entschieden haben, dir zu folgen. Dass sie ja deinen Ruf folgen, wie du gesagt hast. Der da glaubt und getauft ist, soll gerettet werden. Und Jesus, Herr, dieses Bekenntnis haben wir gehört. Auch du, Vater im Himmel, hast es gehört, dass Dailan sein Leben ganz und völlig dir übergibt. Deshalb führe, leite ihn ja und schenk ihn einfach die Gabe des Himmels, Herr. Herr, gebrauche ihn auf deine Art und Weise. Öffne ihm den Himmel täglich und führe ihn mehr in der Wahrheit Jesu. Darum möchte ich dich segnen in den Namen des Herrn Jesu Christi. Amen. Ja, Coralla. Ja, komm doch schon nach vorne. Ja, so möchten wir auch von die Schwester fragen. Liebe Schwester, weißt du, dass Jesus dich lieb hat? Ja. Wirklich? Ja. Hundertprozentig? Ja, ich glaube. Und so wollen wir den Stand taufen. Und Jesus, wir danken dir für unsere Schwester, Herr. Jesus, du kennst, Jesus, ihr Leben in- und auswendig. Du siehst auch ihr Herz, denn du bist ein Herzenskenner. Du bist ein Gott, du bist der Gott, der uns sieht, Herr. Und ich weiß, Jesus, dass ihr Herz dich über alles liebt. Du kennst ihre Treue, Vater. Du kennst ihr Herz, Herr, ihre Gedanken. Und Jesus, ich bete in deinen Namen, dass sie viel mehr und mehr von dir bekommt, Herr. Schenk ihr mehr, Vater. Führe und leite sie in Leben, Herr, ein Leben lang. Dass sie erfahren, Jesus, und erleben soll, Herr, die Dinge, die du für sie reserviert hast. Möge sich der Himmel, Jesus, über sie öffnen in diesem Moment, Herr. Und lass deinen Heiligen Geist viel mehr, Herr, über sie fallen, Herr. Herr, wir möchten sie taufen in deinen Namen, wie du es uns gesagt hast. Ich danke dir für Coralla. Im Namen Jesus. Amen. Und aufgrund deines Glaubens taufen wir dich in den Tod und in der Auferstehung Jesu Christi. This is the Tag, this is the Tag, bring the Hegema, bring the Hegema. Lasset uns freuen, lasset uns freuen. So, Inaya,
Auch du wirst gefragt vor Gott und unseren Geschwistern im Glauben. Nervös? Okay, wird schon. Glaubst du an den Herrn Jesus Christi? Ja. Glaubst du, dass er für dich persönlich gestorben ist? Ja. Dass er all deine Schuld bezahlt hat? Ja. Und dass er am dritten Tag auferstanden ist? Ja. Glaubst du sicher? Ja. Glaubst du viel? Ja. Okay, wir glauben's. Ja, und aufgrund von deinem Glaubensbekenntnis taufen wir dich in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In den Tod Jesus Christus und die Auferstehung. Ha? Amen. Du die Geh, Herr, entscheide, dass ich bis verdrücke, Jesus, Herr. Und gar gedank Rahmen, Herr, dass ich eine Entscheidung gemacht habe, Herr. Ich tue die Nachschell, Herr. Und auf diesen Glauben, auf diese Bekenntnis, Herr, darauf verlassen, im Namen des Vaters, des Sohnes, im Tod Jesus Christus und die Auferstehung. In Jesu Namen. Amen. Ja, auch unsere ganz junge Schwester Shinikua, ja, wollen wir fragen vor Gott. Na, kein nervös, Jesus. Keine Angst, alles wird gut. Glaubst du an den Herrn Jesus Christus? Ja. Glaubst du, dass er dich über alles liebt? Ja. Glaubst du, dass er bereit war, für dich zu sterben? Ja. Und am dritten Tag aufzustehen? Ja. Und dass er all deine Schuld bezahlt? Möchtest du folgen? Ja. Möchtest du glauben? Ja. Amen. Und ich glaube, das ist ein Grund genug, dass wir sie taufen, ha? In den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und Jesus, ich danke dir ja für deine Tochter, Shinikua. Herr, du kennst ihr Leben von Kindheit her. Du hast auch ihren Weg gesehen, Jesus, die sie, ja, dass sie mitgemacht hat, Jesus, Herr. Gedanken, wie sie selbst bezeugt hat, Angst, Herr. Und Jesus, du siehst auch ihre Treue zur Gemeinde, Herr. Und das belohnst du, Jesus, und du schenkst dir Segen, Herr. Kraft aus der Höhe, Jesus, Herr. Dass sie, Jesus, Herr, eines Tages, ja, mehr und mehr von dir bezeugt, Herr. In ihren Dienst, Herr, als ihr Leben, als brennende Flamme für dich, Herr. Und Jesus, segne sie, Herr. Weiterhin, Heiliger Geist, führe und leite sie weiterhin in der Wahrheit und im Wort. Wir danken dir, Jesus, Herr. Für diesen Schritt, Herr. In Jesu Namen. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, in den Tod und in der Auferstehung Jesu. Amen. Separo Jesus, caio de queda, caio de queda. Dado ir do me, avançar cabe, Separo Jesus, caio de queda, dado ir do me, avançar cabe, Separo Jesus. Separo de caio de pedra. Ja, unsere Schwester Imani hier von der Gemeinde, die hatte vor einiger Zeit, wenn sie die Pana, hau was sie ab. Ja, sie hat geheiratet.
Halleluja. Und ihr Mann? Ich war an diesem Gottesdienst dann leider nicht dabei. Ich weiß nicht, wo ich war. Irgendwo war ich. Vorbereitung für nicht Haßfurt, Hofheim ist angekommen. Und an diesem Abend, an diesem Gottesdienst, hat sich ihr Mann entschieden, Jesus im Herzen als seinen persönlichen Retter anzunehmen. Ist das so? Ein Kind Gottes geworden. Wie lange ist es jetzt her? Eine Woche? Zwei Wochen? Zwei Wochen ein Kind Gottes geworden. Halleluja. Ja, und die beiden möchten, dass ihre Ehe wirklich vor Gott eingesegnet werden soll. Ja. Kommt doch mal vorne. Das möchten wir tun. Wollt ihr vielleicht da hinten auch mitkommen, ihr beiden? Ja, sind beide Kinder Gottes. Ja, stellt euch mal zur Seite, lasst euch mal die Menschen schauen. Ja, und wir freuen uns, dass wir das tun dürfen. Geschwister, die Welt, die scheidet jeden Tag Tausende von Ehen, weil Ehen wirklich auch kaputt gehen durch den Zeitgeist, was jetzt aktuell dran ist. Und wir als Gemeinde Jesu, wir freuen uns, dass junge Menschen den Bund der Ehe eingehen, hier eine Stiftung Gottes. Und das tun wir von Herzen und wir möchten euch begleiten. Ihr seid Teil dieser Gemeinde, ihr beiden. Habt ihr vielleicht noch was zu sagen über Ehe? Jawohl. Ehemann, Ehefrau. Im Deutschen, wenn man Ehe schreibt, besteht aus wie viel Buchstabe? Drei. Ehemann, Ehefrau und dazwischen ist der Herr. Drei Buchstaben. Ehemann, Ehefrau und dazwischen ist der Herr. Und dann klappt es auch. Da bleibt die Ehe gesegnet und wird nicht getrennt, nicht geschieden, solange der Herr dazwischen ist. Amen. Gott hat eine Ordnung geschaffen. Du unterstehst dem Herrn, du unterstehst deinem Mann. Und alle beide richtet euch nach dem Herrn, der in der Mitte ist. Und dann klappt's. Nicht so? Ja, gut, lass uns das einfach tun, ha? Vor Gott. Lass uns Jesus, den Herrn Jesus, in ihre einfach Mitte mitgeben. Wenn ich das so sagen darf, aus pure Gnade, was können wir schon eigentlich tun? Aber wir möchten einfach Jesus durch den Dienst, den uns der Herr auch anvertraut hat, möchten wir einfach, dass Jesus in eure Mitte, der Herr Jesus in eure Mitte ist. Ja, möchtet ihr das denn? Könnt ihr mit mir kommen? Na, möchtet ihr das denn überhaupt? Ja. Ja, dann möchten wir euch segnen, ha? Und du als Gemeinde Jesu darfst gerne deine Hände einfach heben und segnen. Das ist deine Berufung als Gemeinde Jesu auch. Amen. An die Einheit mit Tour und
und eine Einheit füreinander. Jesus, Treue, die wird auf Fundament von den Rujiben. Und auf Treue, Bauer Debel, so wo kann man mit Bauer Hennepre. Bitte, schütze den Bewahre in der Kauwelto von Schillachippen. Bring in den Ketten, den Tirolam Verlendingen, was zusammen, was Gott zusammengetan hat, soll der Mensch nicht trennen. Im Namen Jesu Christi, Herr, wenn der Gaudibus ein Bündnis, glaubt und dir, ein Bund der Liebe, am Wege eher, wo gar die Raka den Segen Gottes, gerade im Ujibe, an Wege eher bringt. Im Namen Jesu Christi, seid gesegnet. Amen. Amen. Ja, als Vater so geredet hat, habe ich eine Vision bekommen. Über die Liebe. Die kommen wir runter. Geh weg. Halleluja. Ihr wisst, dass wir uns lieben. Das wisst ihr ja als Gemeinde. Halleluja. Wir haben auch eine Kindeseinsegnung. Na, Marie P. Jetzt schaut euch mal die Kinder an, wie wunderschön die sind. Amen. Schaut mal, wie wunderschön sie ist. Jemena und Gilea. Gilea. Ja, so heißt du. Ja. Das möchten wir tun. Geschwister, die Familie, die braucht Gebet. Ihr Mann ist vor kurzer Zeit gestorben an Krebs. Vater dieser Kinder. Und das möchten wir tun von ganzem Herzen. Für diese Familie beten. Und die Kinder segnen. Vielleicht Rubili Penetschemoni, weil du Charing mit Einsegnung. Komm, lass uns aufstehen für sie beten. Die ganze Familie sei in der Hand Gottes eingehüllt und getröstet. Vater, wir bitten dich, Herr, dass du diese Familie segnest, Herr, die Kinder, die Mama, Herr, alle zusammen, die dazugehören, Herr. Vater, Herr, schenk ihnen doppelten Segen, doppelten Trost, doppelte Kraft, Herr, zweifach, Herr. Herr, und lass sie verspüren, dass sie nicht alleine sind, Herr. Denn du hast gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage, auch in dieser, ja, in diesen Stunden, in diesen Tagen der Zeit, Herr, wo, Herr, Trauer in ihrem Herzen ist, Herr. Danke, Vater, Herr. Auch wenn wir vieles nicht verstehen, Herr Jesus, Herr, dürfen wir doch zu dir kommen. Und ich bitte, Herr, um deinen Frieden und deine Kraft, Herr. Vater, wir segnen sie, Herr. Stärke du sie, Herr. Umgebe du sie, Herr. Jeden Tag neu, Herr. Jeden Tag neu. Halleluja. In deinem Namen seid gesegnet, in den Namen Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Dankeschön. Seid gesegnet. Halleluja. Geschwister, die Gemeinde Jesu ist eine bekennende Gemeinde. Wir bekennen heute über diesen Gottesdienst den Namen Jesus, der über alle Namen steht. Das hast du gesehen? In diesem Gottesdienst, wie Menschen sich entschieden haben, mit der Taufe Jesus zu gehen. Sie haben ein klares Bekenntnis abgelegt. Das sind Menschen, die nach vorne kommen, die ihre Ehe Gott anvertrauen möchten, ihre Kinder Gott anvertrauen möchten. Wir bezeugen und wirklich verkündigen euch Christus. Und vielleicht bist du hier und wurdest bewegt heute von Gott, dein Leben den Herrn Jesus heute zu geben. Das heißt, ihn als deinen persönlichen Retter. Er ist der Retter aller Welt, natürlich. Das stimmt. Aber auch dein persönlicher Retter soll er heute werden.
Und dieses Bekenntnis darfst du heute tun. Die Bibel sagt uns, wenn wir von Herzen glauben, mit dem Munde bekennen, so werden wir gerettet werden. Dürfen wir das glauben heute? Dazu möchte ich dich einladen. Haben wir jetzt eine Segenszeit, eine Zeit des Gebetes hier. Wenn du Kraft brauchst, wirklich. Die Bibel sagt, wenn zwei eins werden auf Erden, egal um was sie bitten, dann darfst du neue Kraft erfahren. Es sind so viele Menschen mit Depressionen, Minderwertigkeitskomplexen und Gefühlen, egal wie man das nennt, die ziemlich kaputt sind immer wieder. Da darfst du auch nach vorne kommen, möchten wir für dich zusammen beten. Und hast du Krankheiten, dann darfst du nach vorne kommen. Die Ältestenschaft ist da und sie dürfen mit dir beten und dich im Namen Jesus salben, wie es die Bibel sagt. Und egal, was in deinem Leben ist, wir können alles, all eure Sorgen, dazu möchte ich dich ermutigend einladen. 1. Petrus 5, 7, über diese Zeit jetzt einfach setzen. Da heißt es, all eure Sorgen, alles, ausnahmslos alles, werft auf ihn. Die Bibel sagt, er sorgt für euch. Glauben wir das heute? Brauchst du Gebet? Brauchst du Hilfe von Gott? Christus ist hier. Wir, wie der Prophet getan hat, wir können keinen Simsalabim-Spruch machen. Das klappt nicht, Geschwister. Wir können beten und das Herz Gottes bewegen. Und auf alle Verheißungen Gottes ist in Jesus Christus das Ja und das Amen. Das glauben wir und darüber möchten wir zusammen mit dir beten. So komm doch nach vorne. Wir möchten eine Zeit jetzt haben der Anbetung. Und auch die ganzen Geschwister, all die Brüder, auch die Mitarbeiter, betet mit wirklich, dass Menschen Entscheidungen treffen und dass sie erfüllt werden, berührt werden heute, gestärkt werden heute, ermutigt werden heute und neue Kraft bekommen für all die, die Hilfe nötig haben. Komm, so wie du bist, in Jesu Namen. Amen. Vielleicht Charo, Giovanni, dass ihr dann auch... Ach, und die Täuflinge wirklich dann, die sollen wieder dann nach vorne kommen und wir möchten für sie dann zusammen auch beten. Für die Kraft des Heiligen Geistes. Karin. Ja, auch wir Geschwister, wir wollen doch, glaube ich, weiterhin den Herrn loben und preisen. Amen. Deswegen bitte ich dich, ermutige ich dich, wenn du willst, steh doch mit uns gemeinsam auf und lasst uns Gott die Ehre geben. Und weißt, ich habe ein Lied auf meinem Herzen, es brennt wirklich sehr auf meinem Herzen. Und dieses Lied sagt ganz einfach, klar und deutlich, der Herr ist mein Hirte. Mit diesem Wort will ich dich ermutigen, ganz neu heute. Wenn du noch keine Entscheidung getroffen hast und nicht sagen kannst, dass der Herr mein Hirte ist, dann lass es heute ganz neu zu dir, dass der Heilige Geist zu deinem Leben sprechen wird. Halleluja. Wenn du willst, bezeuge es mit mir gemeinsam. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts fallen. Halleluja, ich bin niemals mehr.
niemals mehr. Was tun will. Er will an Mauern will er brechen. Er will Ketten befreien, Jesus. Nur du musst ihm Ja sagen. Sage Ja heute ganz neu zu Jesus. Er wartet auf dich. Er ruft dich. Er hat Ausschau nach dir gehalten. Er hat dich gesehen. Er liebt dich. All die, die das Lied kennen, sing es mit als Gebet. Ich kenn kein Wort. Wenn du möchtest, komm nach vorne. Das komm im Glauben nach vorne. Komm, lass für dich beten im Namen Jesus. Lass dich ganz neu berühren dort auf deinem Platz, wo du bist. Du bist so groß. Halleluja. Ich kenne kein Wort, das dich beschreibt. Sprachlos, wie du mich
du bist hier. Danke, Jesus. Geschwister, lass uns jetzt für diese Geschwister, die die Entscheidung getroffen haben, in der Taufe zu gehen, lass uns für sie beten, dass Gott sie erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Kann jemand vielleicht mal Coralla rufen? Hier irgendwo im... Ja. Ja. Gott verspricht denen, was die ihm gehorsam sind, sagt die Bibel. Er will denen gerne seinen Heiligen Geist geben. Die Bibel nennt es die Erfüllung, die Taufe, die Kraft, die Zurüstung für den Dienst, den sie tun sollen, und zwar den Zeugendienst für Jesus, ein Zeugnis zu sein, ein Licht und ein Salz in dieser Welt. Möchtest du sie segnen und für sie beten? Ja? Sind Hände, gläubige Hände heute hier? Gläubige Herzen, die glauben, dass Gott das tun kann? Auch hier da hinten, die Mitarbeiterschaft, glaubt ihr das auch? Auch da hinten, gläubige Ballon? Amen. Halleluja. Weil uns Gott einladet, ihn zu erheben. Komm, erheb doch mal die Hand. Erheb doch mal deine Hand. Und lass uns mal ganz kurz noch mal dieses Lied singen. Dir gebührt die Ehre. Es geht um Jesus, Halleluja. Sing mit uns. Dir gebührt die Ehre. Dein Wort. Herr, lass uns bewegt sein von dieser Geschichte von Naaman, Herr. Auch wenn wir dir gehorsam sind, Jesus, wirst du uns mehr und mehr von deiner Gegenwart geben, Herr. Bewege du in jedes Herz, Herr Jesus, auch heute, Herr. All die gekommen sind, Herr, bring du sie, Jesus Christus, Herr. Herr, gesund nach Hause, Herr. Gib uns du die Kraft, Herr, Zeugen, ja, deiner Liebe zu sein in dieser verlorenen Welt, Herr. Lass uns leuchten für dich, Herr.
Lass uns Salz sein in dieser Welt, Herr. Lass uns einladend sein, voller Liebe für unsere Mitmenschen. Herr, wir möchten die Zeit auch noch segnen, wo wir jetzt auch noch essen und trinken werden, Herr. Und danke für gute Gespräche noch, Herr. Danke für diese Geschwister, die diese Entscheidung getroffen haben, Herr. Segne du sie, Jesus, Herr. Danke für die Brüder, die gekommen sind, Herr, die gedient haben, Herr. Herr, belohne du sie, Jesus Christus, Herr. Und für all die Mitarbeiterschaft, Herr Jesus, all die fleißigen Hände, auch den Küchendienst, Herr, segne du, Herr. Die Technik, Herr, danke, Herr. Herr, und das Wichtigste soll dein Wort sein. Es soll unsere Fußesleuchte sein, Herr. Und ein Licht auf unserem Wege, Herr. So segne einen jeden im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. In Jesu Namen. Seid gesegnet. Und kommt gut nach Hause. Lasst uns doch gute Gemeinschaft haben unten. Und haben noch Essen und Trinken, die reichlich da. Kaffee und Kuchen. Ja? Seid gesegnet.